Willkommen bei den Experten. Grüß dich, Michael. Hallo, Nikolai. Michael, eigentlich hatte ich gedacht, wir reden über den DAX diese Woche, aber nun hat die OPEC gestern mal richtig einen rausgelassen. Ja, richtig. Wie du sagst, der DAX seitwärts, der schläft so ordentlich vor sich hin in seiner kleinen Range, aber die OPEC hat gestern das Öl aus der Range rausgeholt. Ja. Und zwar, was sie im September schon angekündigt hatte, es sollte Produktionsbeschränkungen geben oder vielleicht sogar Produktionskürzungen, hat sie ja den Markt auch schon so ein bisschen gehoben gehabt in den letzten zwei Monaten. Aber in den letzten Tagen, da waren die Zweifel wieder größer geworden. Also gerade Saudi-Arabien hat sich ein bisschen aus dem Fenster rausgelehnt und gesagt, eigentlich werden die Preise auch so steigen, hat der Markt so verstanden, es gibt doch keine Einigung. Aber überraschend gestern, die Einigung kam und die war sogar noch größer als gedacht. Also die meisten Analysten hätten nicht erwartet, dass die OPEC es schafft, die Produktionsmenge, die tägliche Produktionsmenge, wohlgemerkt auf 32,5 Millionen Barrel zu kürzen. Ja. War also zum einen von der OPEC-Staaten mehr als gedacht und zum anderen meinten die OPEC-Länder auch Vereinbarungen mit anderen Nicht-OPEC-Ländern schließen zu können. Das ist das Wichtige, glaube ich, ne? Dass sie nicht dazwischen funken. Genau, das ist das Wichtige. Also gerade Russland oder sagen wir auch Länder wie Oman oder Mexiko, die gehören nicht zu OPEC dazu, die können ja im Prinzip fördern, was sie wollen. Ja. Aber gerade aus Russland kamen Signale, dass dort auch 250.000 Barrel pro Tag durchaus kürzbar wären. Ist also momentan grünes Licht für Produktionsbeschränkungen, für höhere Preise. Und nur um das gleich einzuschränken, weil du da reingegrätscht hast eben, völlig zu Recht, die Amerikaner gehören natürlich nicht mehr dazu. Die US-Fracking-Industrie wird wahrscheinlich gerade die Sektkorken knallen lassen und sich freuen und sagen, was die OPEC nächstes Jahr nicht fördert, können wir dafür fördern. Also das ist so ein bisschen schwammig, was die Aussichten angeht. Okay, schwammig heißt also für das Öl nächstes Jahr doch wieder seitwärts? Man fühlt sich, glaube ich, gerade auf diesem jetzigen Ölpreis eigentlich ganz wohl, ne? Ja, das ist richtig. Also wir haben gestern einen starken Sprung gesehen, 10% beide Ölsorten Brent und WTI zugelegt. Aber unsere Ölspezialisten, Analysten haben schon einen neuen Ausblick rausgebracht. Die bleiben bei ihrer Prognose, dass wir so Richtung 55, höchstens 60 Dollar pro Barrel gehen, dass wir also keine großen Preissprünge sehen werden. Sicherlich täglich, Volatilität ist hoch. Ja. Wir können Preissprünge sehen. Es wird auch wahrscheinlich höher handeln im nächsten Jahr als in diesem Jahr, aber auch nicht entscheidend höher. Okay, nicht entscheidend höher. Seitwärtsphase, das spricht natürlich komplett für Inline-Optionsscheine. Bei einem Inline-Optionsschein habe ich eine obere und eine untere Barriere. Sollten beide nicht berührt werden bis zum Ende der Laufzeit, bekommt der Anleger automatisch 10 Euro ausbezahlt. Sollte allerdings eine der beiden Barrieren berührt werden, kommt es zum Totalverlust. Das muss man bedenken. Aber da die Volatilität in der Vergangenheit ja noch sehr recht hoch gewesen ist, sozusagen, sehen die Konditionen hier sehr gut aus. Alles Weitere bei uns im Text. Aber Michael, für heute auch noch sehr, sehr wichtig, denn heute ist der 1. Dezember und wir haben bei X-Markets einen Adventskalender mit sehr, sehr schönen Preisen. Jeden Tag muss man ein kleines Quiz beantworten. Habe ich heute Morgen schon gemacht. Ist nicht besonders schwer, muss man sagen. Und es gibt wirklich tolle Preise. Entweder bei uns direkt auf der Startseite oder unter www.christmas.xmarkets.de. Also ruhig mal raufgehen. Tolle Preise warten auf Sie. Und ansonsten wünschen wir Ihnen einen schönen 1. Dezember. Schöne Vorweihnachtszeit, aber wir sind ja nächste Woche wieder da. Ja, das war's von uns. Danke Ihnen, machen Sie es gut.